Willkommen zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Ich bin's wieder, euer Alex, und es freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und dabei seid. In diesem Video schauen wir uns an, wie wir bei Amazon automatisierte Preisanpassungen machen können. Und das Ganze ohne zusätzliche Software, sondern im Amazon Seller Central ganz direkt über die eigene Plattform. Wir schauen uns an, wie wir die Preise anpassen können. Wir schauen uns an, wie wir die oberste und unterste Preisgrenze festlegen können. Das Ganze in diesem Video. Viel Spaß. Ich freue mich, wenn du bis zum Schluss dabei bleibst. Freunde, wie angesprochen, geht es heute um die automatisierte Preisanpassung im Amazon Seller Central. Und falls du neu dabei bist und dich interessieren genau solche Themen wie auch Anleitungen und vieles Wissenswertes zum Kaufen und Verkaufen auf Marktplätzen wie Amazon und eBay, abonniere gerne diesen Kanal, drück auf die Glocke, so bleibst du immer auf dem aktuellen Stand. Gib dem Video auch gerne jetzt schon mal einen Daumen hoch. Das motiviert mich für viele weitere Videos und lässt uns als Community wachsen, um uns gegenseitig zu unterstützen. Und dann können wir direkt mal loslegen mit der Preisanpassung. Ihr seht es hier, ich befinde mich hier schon bei der automatisierten Preisanpassung. Wie kommt die hier hin, wenn ihr einfach hier das ganze Menü euch aufklappt und dann geht ihr hier auf Preisgestaltung und dann seht ihr hier automatisierte Preisanpassung. Dieses Tool ist super gut. Warum macht man das überhaupt? Um einfach nur immer den besten Preis bei Amazon zu bekommen bzw. anzubieten. Denn bei Amazon ist es ja in der Regel so, dass ein bestimmtes Produkt nur einmal angeboten wird und viele Händler sich an dieses Produkt anhängen können und dann dementsprechend wird hier der beste Preis in der Regel auch ganz vorne und besonders im Einkaufswagenfeld positioniert. Falls du mehr zum Einkaufswagenfeld, wie du in den Einkaufswagenfeld gewinnen kannst für dich, die auch Buybox genannt wird, dann schau dir gerne dieses Video an, das blende ich dir mir hier in der Infobox ein und schaust dir gerne an. Wir beschäftigen uns heute hier mit der automatisierten Preisanpassung und legen direkt los. Also wir haben hier die Möglichkeit, benutzerdefinierte Regeln automatisierte Preisanpassung erstellen. So, und das Erste, was wir machen können, ist hier eine Regel auswählen. Und wie ich schon gesagt habe, gibt es hier die Möglichkeit, den Einkaufswagenfeld zu bestimmen, also wettbewerbsfähige Platzierung im Einkaufswagenfeld. Das heißt, hier wird von dem Preis ausgegangen, der gerade im Einkaufswagenfeld eingeblendet wird bzw. positioniert ist. Dann haben wir den wettbewerbsfähigen niedrigsten Preis. Es kann ja auch sein, dass Händler noch günstiger sind, jedoch nicht im Einkaufswagenfeld gelistet sind oder angezeigt sind. Dann haben wir weiterhin wettbewerbsfähige externe Preise und basierend auf den Verkaufseinheiten. Ja. Es gibt auch nochmal die Möglichkeit, Businesspreise zu nehmen. Wer das macht, wer das möchte, kann das natürlich auch tun. Ich finde, die beste Variante ist hier der Einkaufswagenfeld, dass man sich daran orientiert und dann hat man wirklich hier schon die hohe Wahrscheinlichkeit, dass man hier auch im Einkaufswagenfeld angezeigt wird, wenn man hier auch den besten Preis bietet. So, des Weiteren können wir hier der Regel einen Namen geben. Wir nennen das Ganze mal Testregel, um das unterscheiden zu können. Und des Weiteren haben wir hier die Möglichkeit, einen Marktplatz auszusuchen. Wenn du beispielsweise auf verschiedenen Marktplätzen anbietest, dann klickst du einfach die jeweiligen Marktplätze an. Wir werden uns hier gleich mal auf DE, also auf den deutschen Marktplatz, Amazon Marktplatz, das Ganze hier einstellen. Deshalb, falls du nur auf den deutschen Marktplatz verkaufst, auch hier nur DE auswählen. So, nun kommen wir zu der wichtigsten Einstellung und zwar legen wir hier die Art der Preisanpassung fest. Wir haben die Möglichkeit, um einen festgelegten Betrag unter dem Preis im Einkaufswagenfeld zu bleiben. Dann können wir an den Preis im Einkaufswagenfeld angleichen oder wir können um einen bestimmten Betrag über dem Preis im Einkaufswagenfeld bleiben. So, und hier legen wir natürlich den Betrag auch fest. Ich würde euch natürlich empfehlen, hier immer unter einen bestimmten Betrag zu bleiben. Das heißt, ihr unterbietet immer zu einem jeweiligen Betrag. So habt ihr natürlich die Möglichkeit, eher im Einkaufswagenfeld eingeblendet zu werden, als es zu überbieten. Ja? Und das Ganze geht schon ab 10 Cent los. Das heißt, ihr könnt hier minimal 10 Cent festlegen, die ihr unterbieten möchtet.
So, und das würde ich auch euch empfehlen, 10 Cent. Ihr könnt natürlich auch 50 Cent nehmen, wie ihr möchtet. Falls euer Komma nicht funktioniert, nach dem Komma, nach dem Null, dann müsst ihr den Punkt wählen. So, und hier haben wir jetzt festgelegt, wir möchten 10 Cent unter dem Preis im Einkaufswagenfeld bleiben. Und das Ganze wird dann automatisiert passieren. So, des Weiteren legen wir dann fest, welche Art im Angebot möchten Sie bei Amazon vergleichen. Alle Angebote bei Amazon für dieselbe Art sind und denselben Zustand. Das würde ich euch auch empfehlen. So, des Weiteren möchten Sie auch mit Preisen außerhalb von Amazon vergleichen. Hier würde ich Nein anklicken, da ja sonst auch externe Preise nehmen würde. So, und möchten Sie die Preisanpassung fortsetzen, wenn Sie Ihren Preis an anderer Stelle im Amazon Seller Central aktualisieren? Auch hier würde ich gegebenenfalls Nein klicken, es sei denn, du möchtest immer zu dem Preis bleiben, denn ich nehme zum Beispiel auch Preisanpassungen vor, wenn ich zum Beispiel hier in der Übersicht meiner Artikel einfach mal selbst Preise bestimme und sage, hier, jetzt möchte ich so einen Preis haben, dann würde diese Regel nicht mehr greifen. So. Und nun haben wir die wichtigsten Einstellungen vorgenommen und können diese Regeln jetzt bei Amazon.de speichern. So, des Weiteren haben wir jetzt die Möglichkeit, die SKUs auszuwählen, beziehungsweise die Artikel, die wir bei Amazon gelistet haben, um weitere Einstellungen vorzunehmen. Dann klicken wir hier einmal auf Fortfahren. So, und nun haben wir hier alle Produkte eingeblendet, die für diese Preisanpassung jetzt in Frage kommen. Und hier haben wir jetzt die Möglichkeit, auch wichtige Einstellungen vorzunehmen, wie die unterste Preisgrenze und die oberste Preisgrenze. Denn falls ihr diese Einstellungen nicht festlegt, dann kann er dementsprechend frei, wie es auch die anderen mit Händler machen. Also wenn ein Händler beispielsweise jetzt einen ganz tiefen Preis setzt, wo ihr mit eurer Kalkulation schon nicht mehr klarkommt, in dem Sinne, dass ihr dann unter eurem Einkaufswert verkaufen würdet, dementsprechend müsst ihr hier die unterste Preisgrenze festlegen, ja, um keinen Verlust zu fahren. Und die oberste Preisgrenze müsst ihr nicht unbedingt festlegen, es sei denn, ihr möchtet das. Falls jemand beispielsweise jetzt für ein Produkt ja, 1000 Euro eingibt, dann würde euer Produkt 999,90 € kosten, ja? Was aber verhältnismäßig gar nicht passt. Deshalb könnt ihr hier auch die oberste Preisgrenze festlegen. Jetzt nur als Beispiel. Aber die unterste Preisgrenze würde ich auf jeden Fall festlegen, damit ihr nicht zu tief dann dementsprechend mit dem Preis mitgeht, um hier keine Verluste zu fahren. So. Und dann legt ihr das Ganze für eure ganzen Produkte einmal fest. Das ist ein bisschen Arbeit, aber es lohnt sich definitiv, um hier nicht das Ganze immer alles manuell machen zu müssen. So, und dann, wenn ihr das Ganze festgelegt habt, könnt ihr einzelne Produkte anklicken oder ihr könnt dann alle gesamt auswählen und dann weitere erforderliche Maßnahmen klicken. Falls ihr einzelne Produkte jetzt in der Preisanpassung machen möchtet, dann habt ihr hier erforderliche Schritte, dann klickt ihr hier einmal drauf und habt hier die Möglichkeit, den Preisverlauf anzuzeigen. Das ist übrigens nachher, könnt ihr sehen, wie genau unter welchen, in welchen Zeiträumen euer Preis angepasst wurde an dem Preis im Einkaufswagenfeld. Ihr könnt Preisanpassungen beenden, ihr könnt Preisanpassungen fortsetzen, falls es beendet wurde. Unterste oder oberste Preisgrenze festlegen, dann würdet ihr nur das hier festlegen oder ihr sagt einfach Regel zuweisen. Und in dem Falle haben wir jetzt die Regel Testregel genannt. Und dann sagt ihr einfach, ja, ich möchte jetzt das Ganze hier festlegen, dass der Preis immer 10 Cent unter dem Preis im Einkaufswagenfeld ist. Mit dem jeweiligen unterste Preisgrenze und oberste Preisgrenze. Und dann drückt ihr auf Preisanpassung starten und dann wird das Ganze umgesetzt und somit immer im Preis angepasst. Falls ihr mehrere machen möchtet, dann habt ihr hier natürlich die Möglichkeit, hier oben auf Aktion mehrerer Elemente ausführen. Da funktioniert das genau so. Ihr könnt hier dann dementsprechend die Regel auswählen. So, so viel zu den automatisierten Preisanpassungen. Wie ich finde, ein super gutes Tool ohne irgendwelche externe Software.
und von Amazon sehr gut umgesetzt. Meiner Erfahrung nach hat es gezeigt, wenn man diese Regeln festlegt, wird man auf jeden Fall bessere Umsätze erzielen. Das Ganze wirkt sich auch auf den Algorithmus ziemlich stark aus. Das heißt, ihr werdet auch automatisch besser positioniert und dementsprechend auch besser verkaufen. So, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt dem Video gerne einen Daumen hoch, falls dir dieses hilfreich war. Ansonsten, wenn noch nicht geschehen, abonniere gerne diesen Kanal und ich freue mich, wenn du beim nächsten Video dabei bist. Weiterhin viel Spaß, viel Erfolg beim Kaufen und Verkaufen. Ciao.